Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Easy TV. Heute wieder mit mir, mit Tommy. Und wir machen heute ein Rücken-Workout. Ich habe ja schon drei gemacht, jetzt kommt das vierte. Es wird relativ anstrengend und dieses Mal auch ein bisschen funktioneller. Also wir machen schon hauptsächlich den Rücken, aber auch noch ein bisschen so nebenher. Und es ist auch sehr gut für euer Gleichgewichtssinn, für die Koordination. Es wird so ein bisschen nebenher mit eingebaut. Probiert es mal aus. Es ist schwerer, als es aussieht, aber ihr werdet merken, es geht sehr schnell, sehr viel besser. Und bringt auf jeden Fall viel, also gerade für Sprung- und Kniegelenk. Was ihr braucht, wie sonst, nehmt euch eine Matte, ein Handtuch, irgendwas Weiches zum Drauflegen. Ansonsten zwei Gewichte, zum Beispiel A3 Kilo, das heißt Wasserflaschen und so weiter. Und gerne auch einen Rucksack, eine Sporttasche, da könnt ihr auch Gewicht reinpacken, Bücher, wie auch immer. Und da werden wir auch ein paar Übungen mitmachen. Und als erstes wärmen wir uns ein bisschen auf und dann wird es immer schwerer und schwerer und ganz am Ende noch ein kleines bisschen dehnen, kurz ein bisschen lockern und so weiter. Gut, also ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ganz wichtig, die Wirbelsäule, die Bandscheiben einmal ein bisschen aufwärmen. Das könnt ihr so machen, indem ihr euch hier so leicht in die Hocke geht, ein bisschen gestützt über den Knien und dann einfach hier ins Hohlkreuz gehen, soweit es geht, Blick immer schön hoch und dann langsam in den Rundrücken gehen. Also einfach die Wirbelsäule so weit schön langsam hin und her bewegen. Erstmal ganz entspannt ein paar Mal hoch und runter. Hat den Effekt, dass eben die Bandscheiben sich wieder mit Flüssigkeit vollsaugen. Sind ja im Endeffekt auch nur Knorpel. Und die können sich gar nicht selber versorgen, sondern die müssen bewegt werden, dass die schön weiter funktionieren und weiter arbeiten. Also eine der einfachsten Sachen. Das machen wir auch nur noch zweimal auf und ab. Und dann machen wir gleich weiter. Genau, die Gewichte könnt ihr euch natürlich zwischendrin immer so anpassen, wie ihr es braucht. Aber guckt, dass es schon relativ anstrengend ist. So, okay, gut. Als nächstes für den unteren Rücken ist auch schon gleich eine Koordinationssache, weil es hat mit der Balance zu tun. Wenn ihr Anfänger seid, macht es auf dem Boden. Wenn ihr euch das zutraut, was ich euch zutraue, nehmt euren Boden, sage ich jetzt mal, eure Matte, legt es ein bisschen übereinander, dann wird es nämlich umso weicher und umso wackeliger und umso mehr müssen schön die kleinen, feinen Muskeln hier außenrum arbeiten. Ihr stellt euch mit einem Fuß fest hier drauf. Die Regeln sind immer gleich. Gelenke sind leicht gebeugt. Und auch die Haltung hier, schöne stolze Brust, gerade Rücken ist immer dasselbe. Also, wir stellen uns hier drauf, fester Stand, schön die Balance finden. Am besten immer gerade ausschauen, Horizont anschauen. Das andere Bein ist hinten und im Prinzip bewegen wir das nur nach hinten auf und ab. Und dazu kommen jetzt noch die Arme. Es geht immer über Kreuz, das heißt bei mir linkes Bein, rechter Arm bewegen sich gleichzeitig weit nach hinten und gehen wieder nach vorne. Wenn ihr sehr gut trainiert seid, bleibt euer Fuß die ganze Zeit in der Luft. Wenn ihr merkt, es ist zu wackelig, einfach abtippen. Und da machen wir jetzt ein paar. Und ihr merkt, ihr seht es auch bei mir, könnt gerne mal auf den Fuß unten schauen, der wackelt schön hin und her und stärkt somit richtig gut das Sprunggelenk. Müsst aber hauptsächlich hier im unteren Rücken fühlen, also da wird jetzt viel gearbeitet. So, wir machen noch vier und wechseln dann die Seite. Und zwei und eins. So, einmal andersrum, selbes Spiel. Feste stehen, leicht gebeugt. Fuß nach hinten, Arme hoch und über Kreuz wieder schön kräftig nach hinten. So, also. Genau, alles noch schön zum Aufwärmen. Jetzt ein bisschen unterer Rücken. Gleich im Anschluss kommt der obere Rücken. Wir machen noch vier und drei, zwei. So, also solltet ihr es hier etwas gefühlt haben. Jetzt oberer Rücken, einfaches Butterfly Reverse. Das bedeutet wieder hier selbe Grundhaltung, gleich gebeugt, schulterbreit, gerader Rücken. Hier ungefähr auf Schulterhöhe mit dem Ellbogen, Daumen zeigen nach hinten, hier ein rechter Winkel. Und wir ziehen hier kräftig nach hinten, also die Schulterblätter gehen hier schön weit hinten zusammen. Also stellt euch vor, ihr wollt hier schön was einklemmen mit den Schulterblättern und dann ist es richtig gut zum Aufwärmen, sehr gut für die Haltung, weil die Muskeln hinten oder oben im Rücken, Trapezius,
ziehen die Schulter nach hinten, das heißt von dieser vorgebeugten Haltung, Schreibtischhaltung eben schön wieder geöffnet, gestärkt, dass ihr schön stolz durch die Welt laufen könnt. So, also erstmal ohne Gewicht, ist relativ leicht, wie ihr merkt, aber ein bisschen müsstet ihr es schon fühlen. Jetzt machen wir noch 10 Stück, 9 und dann machen wir eine andere Version davon, die wir nachher auch ein paar Mal wiederholen. So, gleich geschafft, wir machen noch 5 und 4 und 3 und noch immer hier dran denken, noch 2 und 1. Die Beine bleiben immer leicht gebeugt. Ich sehe manchmal, dass die Leute die Beine hier etwas durchdrücken, deswegen immer schön leicht gebeugte Knie. So, zweite Variante, Butterfly Reverse, ist, wir lehnen uns nach vorne, alles aus der Hüfte schön nach vorne, Rücken bleibt schön gerade und wir lassen die Arme hängen, arbeiten wieder mit den Schulterblättern und ziehen die Arme einfach schön nach hinten und wieder das Wichtigste mit den Schulterblättern. Also wenn ihr oben seid, die letzten 2-3 Zentimeter noch schön mit nach hinten nehmen. So, dass alles schön aufgewärmt ist. Gut, noch 8 Mal. 7, 6, 5. So, 3 und 2. So, die letzte könnt ihr euch wieder nochmal hinstellen. Zwischendrin auch einfach hier ein bisschen kreisen, was euch gut tut. Einfach machen. Zwischendrin gerne was trinken. Und jetzt haben wir im Prinzip schon ein kleines Warm-up gemacht. Es gibt aber, das ist ja, schön für nochmal fürs Gleichgewicht, für die Balance. Es ist auch wieder schwerer, als es aussieht. Ist ein bisschen für den Rumpf, für die Stabilität. Wieder dasselbe Spiel mit dem weichen Untergrund. Wenn es zu wackelig ist, macht es ein paar Mal auf dem festen Boden und dann probiert es nochmal auf der Matte. Und zwar dieses Mal nehmen wir Ellbogen und Knie zusammen. Also hier wieder leicht gebeugt, Gewicht halten. Der Fuß ist dieses Mal an der Seite, das heißt gerne in der Luft, gegebenenfalls wieder auf dem Boden. Und dieses Mal haben wir hier die Linie. Und jetzt Ellbogen, Knie gehen zusammen und wieder hoch. Versucht hier möglichst ruhig stehen zu bleiben. Und wenn jetzt auf mein Knie und mein Fuß schaut, da wird das Wackeln wieder relativ viel. Bei euch vielleicht auch ein bisschen mehr. Und da geht es einfach darum, hier Bauch ist schön angespannt und schön ruhig Ellbogen, Knie zusammenzuführen. So, wir machen noch 4, 3, 2, die letzte. Wir wechseln einmal die Seiten. Wieder leicht gebeugt zur Seite und wieder schön zur Mitte. Und nach außen. Genau. Das Ganze geht auch immer noch schwerer und noch schwerer. Also ihr könnt ja mal zum Spaß probieren, einfach die Augen zu schließen, weil dann fehlt ein Sinn. Und dann wird das Ganze schon wesentlich anstrengender. Also es ist fürs weitere Training, wenn ihr merkt, es ist jetzt auch ein bisschen locker. Probiert es mal aus. Ist ganz gut, wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid. Und so weiter. Okay, dasselbe mit Gewicht. Also Warm-up fertig, jetzt wird es ein bisschen ernster. Nehmt euch euer Gewicht einmal und jetzt nur in einer Hand und genau dasselbe Spiel. Also wieder leicht gebeugt, zur Seite und hoch. Und jetzt habt ihr halt viel mehr noch die Schulter mit dabei, viel mehr die Arme. Also leicht gebeugt, wir gehen wieder zur Mitte und wieder nach oben. Und jetzt habt ihr natürlich ein viel stärkeres Ungleichgewicht. Das heißt, dein Gewicht zieht dich so gesehen etwas zur Seite. Und somit muss schön der Rumpf stabil bleiben, Bauch ist schön angespannt. So, weil zu einem gesunden Rücken gehört auch ein gesunder Rumpf. Und der wird natürlich auch mittrainiert. So, wir machen noch 7. Und dann wechseln wir. 5, 4. 3. Vorletzte. Letzte. Okay. Tauschen. Leicht gebeugt. Dann Arm geht wieder hoch. Zur Seite und wir gehen zur Mitte. Und hoch. Mitte. Hoch. Genau. Schön mit dem ganzen Fuß stehen. Also immer Zehenspitzenferse schön komplett auf dem Boden, auf der Matte. Die letzten 7.
und 6 und 5, 4, 3, 2, okay, gut. Also, mir ist ein bisschen warm, euch bestimmt auch. Es war noch gar nicht so schwierig für die Muskeln, aber die kleinen, feinen Muskeln von diesen beweglichen, wackeligen Übungen, die bringen sehr viel. So, jetzt nochmal für den unteren Rücken, aber ein bisschen mehr hier außen. Auch eine Überkreuzgeschichte. Und zwar braucht ihr dafür gar nicht mal die Matte. Ihr stellt euch ganz normal hin, wieder leicht gebeugt. Und ihr stellt euch vor, dass ihr hier relativ starr seid. Und die Bewegung kommt jetzt hier aus dem Rumpf. Ihr bewegt den Arm, das Gewicht überkreuzt zur Fußspitze. Das heißt, wir rotieren vorsichtig hier runter und gehen schön langsam wieder nach oben, richten uns auf. Die Kraft sollte schön von hier kommen. Das heißt, hier runter bewegen, langsam wieder hoch, schön hier raus die Kraft nehmen. Macht es schön langsam, schön kontrolliert, tastet euch da erstmal ran. Genau. So, gleich geschafft. Noch 6. So, 5. Und 4. Danach wechseln wir logischerweise. 3. Auch wieder gut für die Schulter nebenher. Auch eine schöne funktionelle Übung. Vorletzte. Und noch einmal schön weit, sauber nach oben. So, wir tauschen. Selbes Spiel, dieses Mal zum rechten. Wir gehen wieder schön sauber runter. Aus dem Rücken die Kraft nehmen und nach oben gehen. So, genau. Danach kommt auch die erste anstrengendere Übung für die Muskeln. Braucht jetzt also gleich etwas mehr Power. Wir sind super aufgewärmt, haben alle wichtigen Sachen gemacht. Mehr als nur den Rücken. So, die letzten 7. 6. Knie bleiben natürlich gebeugt. 5. Und 4. 3. Vorletzte. So, und das war die letzte. Gut, okay. So, jetzt Butterfly Reverse mit Gewichten. Und damit es nicht zu einfach wird, könnt ihr nebenher noch was für eure Waden tun. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich mache kurz die klassische Übung vor, dann die gesteigerte, schwierigere Variante. Also wie vorhin, stolze Brust, gebeugte Knie. Wir lehnen uns nach vorne und ziehen wieder die Schulterblätter hinten zusammen. Wenn es jetzt schwerer sein darf, dann steht ihr immer noch auf die Zehenspitzen. Geht also auf und ab. Und das aber kombiniert. Also bedeutet, wenn ihr hier hoch geht, gehen auch die Zehenspitzen nach oben. Und es wird deutlich wackeliger. Ihr müsst mehrere Bewegungen gleichzeitig machen. Macht das Ganze schön langsam, schön sauber. Schön bei der Sache bleiben. Und schon werden nebenher nochmal schön die Sprunggelenke und vor allem auch die Wade trainiert. Macht man eigentlich nie, aber so nebenher Haltung und den stabilen Stand schön trainieren. So, noch 8 Stück. Immer schön den Rücken gerade lassen. So, 6. Sehr schön. Noch 5. Sauber. Und 4. Die letzten 3 gehen noch. 3 und 2 und die letzte. So, gut. Okay, also ich hoffe, ihr habt eure Wade gespürt, mal zur Abwechslung. Wir machen jetzt 2 Übungen, die in Kombination ziemlich fies sind, nämlich einmal Latziehen und dann das Gegenteil Schulter drücken. Latziehen einfach mit dem eigenen Körpergewicht, das heißt, wir stellen uns wieder in die Grundposition, schulterbreit, feste Stehen, Arme gehen hoch
Wir lehnen uns nach vorne hier, Rücken bleibt schön gerade und wir gehen, hier die Arme sind im Kopf, wir gehen schön tief runter, dass die Ellbogen schön Richtung Boden gehen. Und wenn ihr hier unten seid, schön nach hinten, Schulterblätter wieder zusammen. Also das heißt, wir gehen hoch, wir gehen schön tief. Bleiben nach vorne gebeugt, nach vorne gelehnt und machen jetzt ruhig auch mit ein kleines bisschen Tempo, aber Hauptsache noch schön kräftig hinten zusammen. So, noch 8, 7, dann machen wir dasselbe andersrum mit Gewichten. Noch 5, 4, 3, 2, 1, okay, gut. So, ein bisschen wieder lockern, auch gut für den Nacken. Jetzt mit Gewicht nach oben drücken. Schulter drücken bedeutet wieder selbe Haltung, aber aufrecht. Ganz wichtig hier nicht ins Hohlkreuz, sondern schön Po angespannt, Becken nach vorne, Bauch ist angespannt. Und dann von hier, rechter Winkel auf Schulterposition, gehen wir über dem Kopf zusammen. Arme bleiben aber noch leicht gebeugt und wieder tief. Also festes Stehen, Po, Bauch angespannt, gerade Rücken, vor allem der untere. Und dann schön kräftig hoch, auch das Handgelenk ist gerade. Nebenher gut für die Schulter. So, noch 12, 11, 10, 8, dann kommt was Neues. Und 6, 5, 4, 3, vorletzte, letzte, okay, gut, wunderbar. Okay, also hier sind wir gestärkt, Haltung ist gestärkt, unterer Rücken, oberer Rücken, aber oberer Rücken geht noch besser, nämlich mit eurer Tasche, Rucksack, wie auch immer, nehmt die. Ihr braucht mindestens das gleiche Gewicht, vielleicht sogar 50% mehr, müsst ihr mal gucken. Und wir machen jetzt enges und breites Rudern. Das heißt, ihr nehmt den Rucksack, geht ein bisschen breiter, dass ihr hier auch Platz habt, lehnt euch wieder vor, schön gerade bleiben. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt sowas wie eine Stange und diese Stange zieht ihr schön zum Bauchnabel ran. Das heißt, wir ziehen schön hoch, gehen wieder tief. Und die Arme hier gehen immer schön eng am Körper vorbei. Das heißt, nicht so, sondern schön eng, weit nach hinten ziehen und auch wieder Schulterblätter. Hinten, wenn ihr hier seid, nochmal die letzten schön weit nach hinten. Also komplett nicht hier aufhören, sondern ganz nach hinten. Auch wieder sehr gut für die stolze, aufrechte Haltung. Und dann machen wir gleich das Ganze noch ein bisschen breiter. So, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, ihr könnt gerne euren Rucksack, eure Tasche etwas länger machen, dass ihr breiter greifen könnt. Jetzt ging es mehr hier innen auf den Rücken, jetzt geht es mehr auf den äußeren Anteil, auf den Latissimus. Und zwar greift ihr hier etwas breiter, sonst ist es dasselbe. Wir ziehen dieses Mal aber zur Brust, zum Brustbein. Bedeutet, wir ziehen hier schön hoch, gehen wieder tief. Bleiben relativ breit vom Griff. Die Ellbogen sind immer an oberster Stelle, also schön kräftig die Ellbogen zur Decke hochziehen. Schulterblätter immer noch zusammen. 10 Mal noch. 9, 8. So, noch 6, dann wieder Butterfly Reverse gleich. 4, 3. 2, letzte. So, gut. Wieder direkt weiter mit den Hanteln. Butterfly Reverse, schön einen draufsetzen, nochmal gut für die Haltung. Leicht gebeugt, also schön hinten zusammen. Immer noch mit an die Schulterblätter denken.
Und jetzt alles rausholen, was geht. Richtig schön auspowern, kräftig hoch, kontrolliert zurück. Das heißt, nicht einfach hier so locker, sondern schön langsam die Spannung rausnehmen. Kontrolliert bleiben, dass ihr nach oben Anstrengung habt und auch nach unten Anstrengung habt. Dann ist nämlich doppelt so gut und ihr müsst nur halb so viele Wiederholungen machen. So, wir machen noch 8, 7, noch 6. Dann legen wir die Gewichte auf den Boden, noch 4 und machen direkt weiter ohne Gewicht. Vorletzte. Letzte. So, ablegen, selbe Haltung und nochmal schön mit fliegenden leichten Armen auf einmal schön kräftig nach hinten. Wieder sehr gut hier für euren Nacken. Noch 10, dann bleiben wir oben, halten die Spannung. So, 6, 5, 4, 3, 2, halten, oben bleiben. Und am obersten Punkt so leicht hin und her wippen. Schön brennen lassen, 10 Sekunden. 9, dann ganz langsam zurück. 6, 5, 4, 3, 2. Ganz langsam runter. Nochmal hinstellen, bisschen locker werden. So, gut. Also hier passt. Jetzt aber nochmal kurz was für den unteren Rücken und dann machen wir auf dem Boden weiter. Und zwar machen wir Rückenstrecker bzw. Kreuzheben. Habt ihr schon mal gemacht? Es ist im Prinzip nur leicht gebeugte Beine, dürfen auch gestreckte Beine sein. Hauptsache ruhige Beine, Bewegung aus dem Becken. Und zwar, wir nehmen gleich das Gewicht, lehnen uns einfach nur hier nach vorne, solange der Rücken gerade bleibt. Wenn ihr merkt, ihr werdet so ein bisschen rund, sofort wieder nach oben kommen. Ist eine etwas komplexe Übung, deswegen macht es lieber schön langsam, schön sauber. Kraft hinten aus dem Rücken nehmen und beim Hochkommen einmal Schulterblätter hinten zusammen und hier Becken etwas nach vorne. Also Po drückt vor und es geht noch mehr in die Muskulatur. Okay, ihr nehmt wieder hier euer Gewicht, so wie ihr es wollt, zum Beispiel auf diese Art und Weise. Also wir haben eine stolze Brust, leicht gebeugte Knie. Wir lehnen uns weit nach vorne und gehen dann langsam wieder hoch. Am oberen Punkt, ihr seht es, Becken, Schulterblätter mit dazu. Also richtig schön sauber. Von hinten sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Konzentriert euch wieder auf euren unteren Rücken, weil der muss das Ganze jetzt bewegen. Die Arme bleiben also hängen. Da wird nichts gezogen, alles kommt aus dem unteren Rücken. So. Und der untere Rücken hat viel Kraft. Deswegen müssen wir auch noch ein paar Wiederholungen mehr machen. So, noch 12. Geht. Und dann machen wir noch kurz was auf dem Boden. Und dann geht's gut. Ist auch übrigens sehr gut gegen Rückenschmerzen, diese Übung. Also ihr kennt es von vielen Sitzen, Liegen, sogar vom Shoppen rumlaufen. Irgendwann tut mal der untere Rücken weh. Und so zögert ihr das Ganze hinaus. Oder auch wenn ihr das zwischendrin mal habt, hilft es unwahrscheinlich gut. So, noch 3 und 2. Einmal sauber. Gut, okay. Dann kurz einmal auf den Boden, auf unsere Matte. So, also einmal oberer Rücken, einmal unterer Rücken und dann ist es geschafft. So, dann kommt noch ganz kurzes Dehnen, ganz schnell. Rückengerecht sieht es so aus, ihr macht einen großen Schritt, Rücken bleibt gerade, ihr könnt euch hier stützen, geht schön tief. Wir machen nochmal Latziehen. Dieses Mal hier ein bisschen nach hinten, könnt euch setzen oder auch oben bleiben. Arme gehen wieder hoch. Ihr lehnt euch nach vorne, aber hier der Rücken bleibt gerade und dann wieder schön zum Boden runter und wieder hoch. Der untere Rücken
Der muss jetzt natürlich auch hier das Gleichgewicht halten. Das heißt, er ist mit angespannt, wird also nochmal schön mittrainiert von gerade eben, vom Kreuzheben. Müsst ihr das jetzt fühlen? Wenn nicht, müsst ihr nochmal aufstehen, nochmal Kreuzheben machen. So, also nochmal schön den oberen Rücken. Noch 12, 11, 10. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 letzte. Okay, wir legen uns kurz auf den Bauch und machen einmal Platz. So, und zwar diagonales Arm- und Beinheben. Das heißt, wir schauen zum Boden. Linker Arm, rechtes Bein, heben, halten und wechseln, heben, halten. Einen kleinen Moment, eine Sekunde. Und das geht jetzt nochmal richtig schön hier auf den unteren Rücken zum Abschluss. Relativ sanft, trotzdem sehr wirkungsvoll. Wenn ihr merkt, ihr habt immer noch Kraft, hier, nehmt eure Hanteln. Und dann macht ihr einmal rechts, links. Einmal links, rechts. Deutlich schwerer, sehr gutes Schultertraining. So, wir machen noch 6 und 5, 4, 3, 2, letzte. So, gut, geschafft. Jetzt ganz kurzes Entspannungsprogramm, ich kürze es etwas ab. Ihr habt ja schon viele Entspannungs-Dehnungsübungen von uns gesehen. Also, ganz kurz einmal in den Vierfüßerstand. Und zwar, wir machen nochmal wie am Anfang einen runden Rücken. Kurz halten, langsam durchhängen. Blick nach vorne ins Hohlkreuz. Und das Ganze hin und her und hin und her. Und dann stehen wir gleich schön langsam auf, dass das Blut auch Zeit hat, wieder dahin zu kommen, wo es hin muss. Okay, wir machen einen kleinen Schritt nach vorne. Rückengerecht aufstehen heißt, wir drücken uns hier hoch am Oberschenkel. Wir rollen uns kurz einmal ab. Also lassen den Rücken kurz hängen, bedeutet, wir lassen die Beine schön gestreckt. Von oben nach unten abrollen, das heißt, erst kommt der Kopf tiefer und tiefer, Wirbel für Wirbel langsam abrollen, Kopf bleibt hängen, Arme bleiben auch hängen und dann geht ihr so weit runter, wie es geht. Wenn ihr jetzt noch nicht mal zum Boden kommt, ist noch viel Potenzial, sage ich mal. Ihr solltet aber schon hier mindestens den Boden berühren können. Spannt richtig schön hinten, versucht euren Rücken, den unteren Rücken schön locker zu lassen, Kopf immer noch hängen lassen. Könnt auch so ein bisschen nach unten wippen. Könnt auch so ein bisschen nach links zur Seite leicht rüber wippen, dann zur anderen Seite auch ein bisschen rüber wippen. Versucht den Rücken immer noch schön locker zu lassen. So, nochmal kurz hängen lassen. Und jetzt ganz langsam wieder aufrollen von unten nach oben. Lasst euch ruhig Zeit, keine Eile. So, wenn ihr oben seid, einmal nochmal die Arme über den Kopf. Das heißt, wir machen uns das richtig schön lang. Die Arme gehen hoch, schieben hoch und wir gehen auf die Zehenspitzen mit dazu und pflücken jetzt sozusagen Äpfel, also einfach einmal nach rechts und links hoch. Gleichgewicht halten, nochmal schön strecken und langsam wieder lösen. Arme gehen runter, wir rollen nochmal nach hinten, wir öffnen schön den Brustkorb. Kräftig einatmen. So, gut. Also wieder schön gestärkt, gelockert. So muss das sein. Also vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es Spaß gemacht. Mir geht es auf jeden Fall besser. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bleibt natürlich gesund. Bleibt wenn möglich zu Hause oder geht zur Not in die Natur. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir gehen mit dir. Macht's gut.